Ja, sie sind harmlos, aber wenn sie versuchen, hier durchzubrechen, wenden wir Gewalt an. Das ist ganz einfach zu verstehen. Ich bin hier verdammt nochmal der Bürger von diesem gottverdammten Land. Ja, das und das ist schön. Meine Straße schön. Mit meinen Steuergeldern. Ich bin auch Bürger von diesem Land. Dann können wir uns alle schon zusammen in die Richtung gehen. Nein. Hier ist eine Polizeikette. Ich sag und das los. Ist ganz klar ersichtlich. Und hier sind natürlich furchterregende Terroristen. Ja, warum stehen ja, Sie ganz hier? Gefährlich. Drogendealer, Clanhändler. Ich kann die bloß auf Ausreiche. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing and bushels of fun. Ihr habt doch nicht wirklich gedacht, dass ich euch ungeschoren vor den NWO-Nachten davonkommen lasse. Das waren doch noch Zeiten, als in diesem gottverdammten Land, auf dieser gottverdammten Straße, diese gottverdammten Querdenker für unsere Freiheit gekämpft haben. Aber sei es drum, heute beschäftigen wir uns mal nicht mit den Querdenkern, sondern mit den wirklich wichtigen, essentiellen Sachen, die Menschheit so bewegt. Und ihr kennt es doch alle, nachdem wir unserem Führer Klaus Schwab gehuldigt haben und in den Dumps eine fette Adrenochrom-Party geschmissen haben, da kommt am nächsten Tag vielleicht der Gray vorbei mit einem Presslufthammer in deinen Kopf. Die Zirbeldrüse veranstaltet mit deinem Großhirne Polonaise die berühmt-berüchtigten Kopfschmerzen. Danach, das könnte aber auch an was anderem liegen. Ich habe da im Internet einen jungen Mann gefunden, der hat eine ganz andere Theorie und die tun wir uns jetzt an. Hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du hier wieder vorbeischaust. Ich bin Osiris und in diesem Video sprechen wir über das Thema außerirdische Implantate. Ich denke, ich kann einiges darüber erzählen, denn ich hatte bis jetzt sicher mehr wie 50 außerirdische Implantate in mir. Ho, 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 heute geht's um die außerirdischen Implantate. Der geneigte Tricky denkt er dann zuerst an die Burg. Wir sind die Borg. Deaktivieren Sie Ihre Schutzschilde und ergeben Sie sich. Wir werden Ihre biologischen und technologischen Charakteristika den unsrigen hinzufügen. Ihre Kultur wird sich anpassen und uns dienen. Widerstand ist zwecklos. Liebe Grüße an meine Querdenker. Widerstand ist zwecklos. Aber warum hatte dieser Mensch denn überhaupt 50 Implantate? Warum hatte ich überhaupt so viele Implantate? Anscheinend wollte jemand verhindern, dass ich hier diese Videos mache, beziehungsweise überhaupt zu Menschen spreche. Anscheinend war jemand, der außerhalb dieser Erde kommt, daran interessiert, mich um jeden Preis aufzuhalten. Und das könnte ein Grund sein, warum man mir so viele Implantate verpasst hat. Ich habe mein erstes Implantat vor 18 Jahren erhalten. Und dieses Implantat kam von einer bestimmten außerirdischen Rasse, die schon meine Familie sehr lange beobachtet und schon für sehr viel Chaos in meiner Familie gesorgt hat, wo ich noch gar nicht auf der Welt war. Und ja, meine Familie wurde beobachtet von dieser außerirdischen Rasse. Und anscheinend wurde ich als gefährlich eingestuft. Mit der Familiengeschichte, da haben manche wirklich eine schwere Last, aber könnte man diese Darstellung, die uns hier der Herr Osiris erzählt, könnte man das als erste außerirdische Cancel Culture bezeichnen? Man wollte es verhindern, man wollte ihn aufhalten, ja, das kennen wir doch nur von der linksgrün versifften Wogenbubble. Aber was sind denn jetzt nun außerirdische Implantate? Das wäre ja mal interessant zu erfahren. Was sind diese außerirdischen Implantate genau? Ich habe in dem Video schwarzmagische Implantate erklärt, wie diese aufgebaut sind, wie man sich diese vorstellen kann. Und ich habe mir mal für euch dieses Video angeschaut, dieses schwarzmagische Implantate. Verlinke ich in der Beschreibung. Und wenn du ganz, ganz viel Pech hast, dann hast du ein Problem mit außerirdischen Implantaten, mit schwarzmagischen Implantaten. Und zu guter Letzt wirst du dann noch verflucht. Das nennt man dann dumm gelaufen. Aber ihr sollt ja nicht dumm sterben. Auch in diesem Video erklärt er, was es denn mit den außerirdischen Implantaten auf sich hat. Bei den außerirdischen Implantaten ist es genau das Gleiche. Man versucht hier den Menschen gegen, also man versucht hier den freien Willen des jeweiligen, der betroffenen Person zu manipulieren. Man versucht diese Menschen auf jeden Fall auf seinen spirituellen Weg bzw. spirituellen Pfad aufzuhalten.
In meinen Augen sind außerirdische Implantate nichts anderes wie hochentwickelte außerirdische Energiewaffen, energetische Waffen, die dazu eingesetzt werden, um die Menschen zu kontrollieren und zu manipulieren. Man kann sich das wie ein Ninja-Stern vorstellen, weil die Energien, mit der dieses Implantat erschaffen wurde von den Außerirdischen, ist organisiert und strukturiert und bildet dadurch eine Art energetischen Chip oder Implantat oder ein energetischer kleiner Computer, der eigentlich bestimmte energetische Aufgaben in dem Menschen erfüllen soll. Das bedeutet, außerirdische Implantate sind in Wirklichkeit sehr gefährliche, hochentwickelte, außerirdische Waffen zu Mind Control, die wirklich dazu eingesetzt werden, um Menschen zu kontrollieren und zu manipulieren. Hui, das war aber eine schwierige Geburt, wie er uns das erklärt hat. Also es geht um Mind Control. Das macht ja nicht nur die CIA, sondern auch die außerirdischen Mind Control. Umgangssprachlich auch Gehirnwäsche genannt. Ja, also wer es immer noch nicht geschnallt hat, hier geht's heute um Esoterik. Und habt ihr gewusst, dass im Jahr 2019 der Umsatz der Branche auf 10 bis 25 Milliarden Euro geschätzt wurde? Ob das nun diverse Bücher, TV-Shows, Heilsteine oder auch besondere Elixiere sind, Grüße gehen raus an Markus Heinz, den alten Elixier-Dealer. Egal, die Branche boomt. Aber okay, mittlerweile wissen wir ja, was die außerirdischen Implantate sind. Aber wie kann man sich denn das vorstellen? Wird da mit der Energiewaffe auf dich draufgeballert und der Chip sozusagen in dich reingejagt, wie man das so aus schlechten Filmen kennt? Und außerdem stelle ich mir das ein bisschen schmerzhaft vor. Was ist denn da? Natürlich ist die ganze Sache auch schmerzhaft. Es geht alles auf die Psyche. Mit der Zeit reagiert der Mensch auf diese Dinge mit verschiedenen psychischen Störungen. Das können Migräne sein, das können Kopfschmerzen sein, das können Angstzustände sein, das kann der Verlust der Realität sein, es können negative Emotionen sein, es können Blockaden, es entstehen Blockaden dadurch, weil wie gesagt diese Implantate... Ja, fick doch die Henne! Erinnert euch diese Aufzählung der Symptome auch an eine bestimmte Personengruppe? Verlust der Realität, negative Schwingungen, das könnten doch fast Querdenker sein. Vielleicht sind die alle gechippt, ja, niemand weiß das. Okay, aber den genauen Vorgang, wie das denn die Außerirdischen implantieren, den gibt er nicht preis. Dafür gibt es aber ein paar andere Informationen. Ja, ich hatte mehrere Implantate in meinen Lichtkörper und die, wenn man die beschreiben würde, die haben alle unterschiedliche Formen gehabt. Ich habe mehrmals die gleichen Implantate auch von der gleichen Spezies erhalten. Das ist jetzt aber ein bisschen blöd gelaufen. Hat er immer wieder die gleichen Implantate von der gleichen Rasse eingesetzt bekommen? Wenn ich Esoteriker wäre, dann würde ich ja erstmal eine Rechtsschutzversicherung gegen diese Praxis der Außerirdischen anbieten. Das kann ja nur gut sein. Insgesamt, denke ich, habe ich von 7 verschiedenen außerirdischen Spezies Implantate erhalten, weil diese mich einfach an meinen Vorankommen aufhalten wollten. Ja, die wollten einfach verhindern, dass ich diese Informationen und diese ganzen Videos für euch mache, ja, weil ich natürlich von der spirituellen Seite her für die Entwicklung der Menschheit spirituell eine sehr wichtige Rolle spiele, weil ich natürlich die Reinkarnation von Osiris bin, fühlen sich diese ganzen außerirdischen Rassen bedroht, weil sie ihre eigenen Agendas haben und diese stimmen nicht mit der Agenda überein, die sage ich mal, Gott bzw. der Schöpfer dieses Planeten für die Menschen und für diese Erde vorgesehen hat, ja. Moment, jetzt hyperventiliere ich aber gerade. Hat er gerade gesagt, dass er die Reinkarnation von Osiris ist? Also wir reden hier von den Osiris, den altägyptischen Totengott. Scheiße, jetzt lernt ihr hier noch was in dem Video. Ihr sollt doch nichts lernen, ihr sollt hier einfach nur Sklaven werden. Und rumopfern tut er genau wie die ganz Großen, die bösen Außerirdischen und ihre Agenda. Sie wollen ihn verbieten, weil er ihnen zu gefährlich wird. Aber wenn man sich das jetzt mal so überlegt, was er erzählt hat, dann heißt es ja im Klartext, das kann nicht jeden betreffen, dass man ein außerirdisches Implantat eingepflanzt bekommt. Also du nicht, du dreimal nicht und beim Ellen bin ich mir nicht ganz sicher, ob die Außerirdischen nicht die Implantate in seinen Lichtkörper gebeamt haben.
Wir haben ja vorhin die Symptome gehört, Musk wäre ein Kandidat dafür. Aber welche Grundvoraussetzungen muss man dann jetzt erfüllen? Ich hatte auch ein Implantat in meinem Gehirn. Dieses Implantat war eine Art Netz, ja, wie ein Spinnennetz, in mein Gehirn implantiert, mit, denke ich, mit 15 oder mit 20 kleinen Punkten, die miteinander verbunden waren. Alleine dieses Implantat aus meinem Gehirn zu entfernen, hat fast eine Woche, über eine Woche gedauert, weil es so gefährlich war, ja, weil es so komplex und kompliziert war. Würde man mir dieses Implantat auf einmal entfernen, ja, dann hätte ich wahrscheinlich ein Blackout gekriegt, womöglich wäre ich dann umgekippt. Also es war schon lebensgefährlich. Aber es ist auch sehr selten. Ich denke, ich bin der einzige Mensch auf der ganzen Welt. Ich glaube, es gibt gerade mal 5 Menschen auf der Welt, die solche Dinge haben. Also man muss eines auch sagen, um hier jetzt die Leute nicht zu verunsichern, diese außerirdischen Implantate sind selten. Diese Implantate werden wirklich nur Menschen verpasst, die für die spirituelle Entwicklung der Menschheit von großer Bedeutung sind und die wirklich eine wichtige Rolle auf der Erde spielen. Damit natürlich diese Menschen manipuliert werden und auf ihren spirituellen Weg aufgehalten werden. Ja. Also man darf keine Angst davor haben. Wenn man Puh, jetzt fällt mir ja ein Stein vom Herzen, so groß wie das Erzgebirge. Also nur damit wir uns richtig verstehen, die normalen außerirdischen Implantate, die kann jeder eingepflanzt bekommen. Aber diese Hardcore-Dinger, die dich fast töten, ja, die kriegen nur speziell inkarnierte Wesen wie der Osiris. Und beunruhigt hat mich dieses Video von Anfang an und ich glaube denen auch, dass der einen Chip da irgendwo im Gehirn eingepflanzt hat und dass der schon ein paar Blackouts erlebt hat, da bin ich mir auch ganz sicher. So, jetzt wissen wir aber schon so viel über diese außerirdischen Implantate. Aber was genau bewirken sie denn, also außer den Kopfschmerzen und die Verzerrung der Realität? Implantate, dass bestimmte Ereignisse im Leben passieren. Dass man wirklich das Gefühl hat, man kommt in bestimmten Bereichen seines Lebens nicht nach vorne. Es ist wie verflucht. Dinge gehen nicht nach vorne, bewegen sich nicht nach vorne. Man hat wirklich das Gefühl, man ist in einer Art Sumpf gefangen. Negative Menschen kommen in das Leben von einem, natürlich durch das Implantat gesteuert und manipuliert. Dinge passieren in einem Leben, Dinge laufen schief, es will nichts nach vorne gehen. Man hat wirklich das Gefühl, man ist hier, um eine wichtige Aufgabe zu erfüllen, aber man kommt nicht dazu, diese Aufgabe zu erfüllen, weil ständig komische Dinge passieren, die man sich mit dem logischen Menschenverstand nicht erklären kann. Und natürlich, wenn man so ein Implantat in sich hat, ja, dann ist es in der Lage, den Menschen und auch die Manifestationen, welche in den Menschen in sein Leben kommen, zu manipulieren. Weil wenn dieses Implantat in einem Energiekörper ist, dann manipuliert er nicht nur den Menschen selber, die Wahrnehmung, die Gedanken, sondern er kann auch die Umgebung und sogar andere Menschen manipulieren, weil es ein energetisches eine energetische Waffe ist, die auf einer energetischen Ebene funktioniert. Und natürlich die Energien, meine Energien werden manipuliert, damit ich noch andere mitmanipuliere. Ja? Also sehr gefährliche Mind-Control-Waffen, die hier schon seit sehr vielen tausend Jahren auf der Erde eingesetzt werden, von bestimmten außerirdischen Spezies, um natürlich ihre Interessen zu bewahren, beziehungsweise ihre Interessen für diese Erde und für die Menschheit durchzusetzen. Und so langsam wird mir das Implantat sympathisch. Du kannst jeden Shit, der dir in dein Leben passiert, und es wird euch in eurem Leben ganz viel Müll passieren. Ihr werdet ganz viel, ganz komische Menschen kennenlernen. Den kannst du auf das Implantat schieben. Mit so einem Sündenbock, den man für alles gebrauchen hat, da ist das Leben doch gleich viel geiler. Da hat der Tag doch Struktur. Und was ich mich jetzt frage, gibt's da eigentlich nur eine Art von Implantaten? Oder gibt's dann vielleicht eine ganze Menge, eine ganze Auswahl? Also zum Beispiel, das in Rot gefällt mir besser als wie das da in den hässlichen Schwarz, was man sich in sein Gehirn, in seinen Lichtkörper einpflanzen will. Ich hatte auch, es gibt natürlich auch verschiedene Formen der Implantate, ja. Ich hatte verschiedene Implantate. Man kann sich diese vorstellen, wie zum Beispiel
eine Art Ninja-Stern. Manche waren rund. Die Formen kann man nur grob beschreiben, weil dadurch, dass diese Implantate in der höheren, also in der vierten, fünften, sechsten Dimension erschaffen wurden, beinhalten sie, also haben sie Formen, die in der dritten Dimension gar nicht existieren. Ja? Das ist schwer zu erklären, aber in der vierten, fünften Dimension gibt es einfach Dinge, die es in der dritten Dimension nicht gibt. Damit meine ich Formen, geometrische Formen, die einfach mit das dritte Auge nicht realisieren kann. Ja? Und ja, das sind halt verschiedene Formen, von der Spezies natürlich abhängig, weil die Informationen, mit denen diese Implantate erschaffen wurden, strukturiert sind. Ja? Sie sind nicht durch irgendwelche Rituale, schwarzmagischen Rituale entstanden, sondern sie sind durch die Manipulation der Lichtsprache entstanden. Und es gibt eine kosmische Lichtsprache. Und wenn diese natürlich richtig angewendet wird, dann werden diese Implantate so erstellt und natürlich dann den jeweiligen Opfer implantiert. Alles klar, lieber Osiris, das ist nicht nur schwer zu erklären, das ist auch schwer zu verstehen. Aber dadurch, dass diese in der vierten, fünften, sechsten, siebten Dimension hergestellt werden, kann man sie in der dritten Dimension gar nicht erklären. Diese Formen existieren gar nicht, ist auch ziemlich praktisch. Aber mittlerweile wissen wir ja wirklich ziemlich viel über diese Implantate. Wir wissen, was sie für Nebenwirkungen haben. Wir wissen, was sie für Auswirkungen haben. Wir wissen, dass die Hardcore-Produkte nur ganz spezielle Menschen bekommen. Und wir wissen, dass es verschiedene Formen, verschiedene Arten von außerirdischen Implantaten gibt, die wir aber nicht sehen können. Wir wissen, dass uns diese Implantate böse außerirdische Spezies einsetzen, um hier Menschen zu canceln. Und was wir aber nicht wissen, wie werde ich dieses Scheißteil los? Ja, aber was macht man denn jetzt, wenn man denkt, man hat so ein Teil eingepflanzt bekommen? Man kann ja nicht einfach zum Chirurgen gehen, zum Doktor und sagen, hol das mal raus, der sieht das ja gar nicht, ist ja ein großes Problem. Aber auch da gibt's eine ganz, ganz simple Lösung, werdet ihr nie drauf kommen. Und das ist bei den Esoterikern immer gleich. Es ist eine Frage des Geldes. Wenn man es hat, kann man es natürlich auch entfernen. Wir arbeiten hier mit unseren außerirdischen Verbündeten, die uns natürlich dabei unterstützen, dass das nicht irgendwelche Außerirdischen sind, sondern das sind Außerirdische, die sehr viele Entwicklungszyklen hinter sich haben und die natürlich die Befugnis haben, von den höheren Schöpfungsmächten hier uns zu unterstützen. Das sind unsere Freunde. Oh, ja, come on, ey, jetzt wird's wirklich tricky hier. Ja, wir haben auch befreundete außerirdische Rassen, die den Osiris helfen, uns diese Chips, diese Implantate aus dem Gehirn zu entfernen. Och, was können wir uns glücklich schätzen. Und sie haben mich und Isis auserwählt. Wir wurden von dieser galaktischen Community auserwählt, um hier diese Aufgabe zu erfüllen. Also das ist nicht etwas, wo wir hergegangen sind durch unser Ego und haben gesagt, ja, wir retten jetzt die Welt, wir sind Osiris und Isis, sondern wir wurden hier schon auf die Erde geschickt, wir wurden schon auserwählt, bevor wir auf der Erde reinkarniert sind. Und das bedeutet, wir waren natürlich auch einmal als Außerirdische in diesen auf anderen Planeten, bei diesen Rassen. Hat das jemand von euch bezweifelt, dass der Osiris und die Isis, das scheint seine Geschäftspartnerin, Lebensgefährtin zu sein, außerirdische Reinkarnierte sind? Ich nicht. Natürlich uns gemeinsam mit der ganzen Erde, aber nicht nur diese Erde, sondern auch alle anderen Planeten in unserem Universum, in einen galaktischen Aufstieg, spirituellen Aufstieg befinden. Das sind so die Hauptgründe, warum die Menschen von außerirdischen Rassen verschiedene Implantate bekommen, um die Menschen natürlich zu blockieren und in eine Art Schlafzustand zu halten. Wir bieten auf unserer Webseite die Möglichkeit, Menschen auf außerirdische Implantate zu scannen. Also wenn wir diesen Energiecheck machen, dann scannen wir nicht nur außerirdische Implantate, sondern wir scannen auch auf schwarzmagische Implantate, außerirdische Implantate und auf andere Besetzungen und Manipulationen, die womöglich stattgefunden haben.
Finde ich ja total nice, so ein All-Inklusiv-Schwurbler-Scan. Aber wenn man jetzt denkt, das ist so wie im Krankenhaus, dass da mit modernster Technik gescannt wird, nee, da habt ihr euch getäuscht. Und wenn man natürlich, wenn wir festgestellt haben, dass ein Mensch womöglich so ein schwarzmagisches Implantat hat, dann bieten wir natürlich die Möglichkeit, dieses Implantat zu entfernen. Das kann natürlich per Fernheilung alles passieren. Durch Telepathie gibt es die Möglichkeit, dass wir dann diese Implantate langfristig entfernen. Wenn dieses Implantat mal entfernt worden ist, dann regeneriert sich der energetische Körper und... Ja, scheint nur mit Telepathie zu funktionieren. Anders kriegst du die Implantate nicht weg. Und dann gehen wir doch mal auf den Osiris-Isis-Kanal. Und zwar in den Shop, das Entfernen außerirdischer Implantate kostet sage und schreibe 450 Euro. Ist doch ein Schnäppchenpreis. Und dann gibt's noch viel, viel mehr. Das Schwarzmagier-Implantat zu entfernen kostet 490 Euro. Alles in den Shop zwischen 200 und 500 Euro. Und wenn man sich mal die ganzen anderen Produkte, die in diesem Shop verlinkt sind, so anschaut, dann kommt man zu dem Schluss, dass man mit den außerirdischen Implantaten noch relativ gut bedient ist. Ich verlinke euch diese Seite natürlich, wenn Interesse besteht, dass ihr diese Implantate entfernen lassen wollt. Dort gibt's auch alle Quellen, die ich hier in diesem Video benutzt habe. Osiris und Isis haben auch einen eigenen YouTube-Kanal. Der wird sogar derzeit noch bespielt, weil dieses Video, was ihr gerade gesehen habt, das ist sage und schreibe 5 Jahre alt und der Scheiß existiert immer noch. Das war mal ein anderes Video von mir. Ihr wisst, der Esoterik, da steht ja gar nicht drauf. Lasst euch nicht von solchen Leuten verarschen. Ich wünsche euch alle frohe NMO-Nachten und wir hören uns dieses Jahr noch auf alle Fälle.